Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Oben, 14 Jahre. Jo, benannt nach der Stadt, in der die Brennerei rumsteht, Oben, liegt im Westen Schottlands auf dem Mainland. Und dieser 14-Jährige hier ist Teil der berühmten Classic Malts of Scotland Serie. Für die, die die Serie nicht kennen, der Spirituosenkonzern Diageo, zu dem Oben dazugehört, brachte Ende der 80er eine Serie von ausgewählten Whiskys auf den Markt, um die verschiedenen Whisky-Regionen Schottlands geschmacklich zu charakterisieren. Ja, da ist beispielsweise ein Glenkinchie dabei als weicher, milder Whisky, der die Lowlands repräsentiert, bis hin zum Lagavulin, der den kräftigen, rauchigen Geschmack von der Insel Islay charakterisiert. Ja. Die Serie gibt es heute immer noch und der Oben ist, wie gesagt, Teil dieser The Classic Malts of Scotland Serie. Ja, passenderweise habe ich heute auch das Glas dieser Serie dabei. Ja, abgefüllt ist er mit 43 Volumenprozenten, leider gefärbt und kühl gefiltert. Ja, ich bemängel immer diese Kühlfilterung. In der Brennerei wird der Whisky abgekühlt auf etwa 0 bis 5 Grad. Dadurch fangen gewisse Stoffe im Whisky an, trüb zu werden und auszuflocken. Ja, diese Ausflockungen werden dann rausgefiltert. Böse Zungen behaupten aber, dass mit dieser Filterung auch ein Stück weit Aromenträger mit rausgefiltert werden. Ja? Also kurz gesagt, ein Whisky, der kühl gefiltert ist, schmeckt nicht so intensiv wie ein Whisky, der nicht kühl gefiltert ist. Ja? Ich kenne den Oben schon länger, ich weiß, dass er doch recht kräftig schmeckt. Aber wenn ich so einen Whisky im Glas habe, von dem ich weiß, dass er kühl gefiltert ist, frage ich mich immer, wie er denn schmecken würde, wenn er nicht kühl gefiltert wäre. Was wäre, wenn? Hätte, hätte, Fahrradkette. Jo, dann wollen wir mal. Jo, Oben, 1794 gegründet, also auch schon eine der älteren Brennereien. Die meisten sind dann 1824 und später gegründet worden im Zuge der Legalisierung der Whiskybrennereien in Highlands. Aber hier dann 1700 ist dann schon alt eingesessen. Ja, die Flasche gefällt mir recht gut. Ist eine schmale, hohe Flasche. Und hier so, hier ist so eine Karikatur auf der Dose quasi. Die Schiffsglocke von Oben, so eine Karikatur vom Fels in der Brandung mit ein paar Möwen drauf, so auf Oldschool gemacht, gefällt mir gut. Mich spricht immer dieses rustikale Design, spricht mich immer besonders an, also gefällt mir echt gut. Ja, hier unten ist dann auch diese Scheißglocke, hier unten ist dann auch dieses Classic Malts of Scotland Zeichen, damit man gleich weiß, der ist Teil dieser Serie. Verkauft sich dadurch auch relativ gut. Wie gesagt, der ist schon sehr, sehr lange in dieser Serie, Bestandteil dieser Serie und ja, deswegen wird er auch sehr gern gekauft, ne? Weil die Leute, besonders die Einsteiger, oftmals auf diese Serie anspringen und ja, dann wird er auch gekauft, ne? Ein ganz zarter Rauch zieht sich dadurch, aber nicht viel. Ganz wenig, vielleicht so, wenn ich schätzen müsste, 3-4 ppm, also gerade so viel, dass man es wahrnimmt. Ja, hat so ein bisschen einen maritimen Charakter. Würzige Eiche ist schon da. Ja, 14 Jahre ist jetzt schon alter, ne? Also da sollte die Eiche schon da sein. Und dahinter ist eine Zitrusfruchtnote. Die kann man hier schön rausriechen. Die kann man hier alles schön nacheinander aufschlüsseln. Es ist so, was könnte es sein für eine Zitrusfrucht? So minimal säuerlich, vielleicht so mit leicht bitterem Einschlag, so eine Blutorange. Das kommt schon ganz hin. Leicht rauchig. Eiche bisschen, Würzigkeit. Und diese Zitrusfrucht. Ja, ist eine runde Sache in der Nase. Die leicht säuerliche Zitrusfrucht. Jetzt null Bitterkeit, also im Geschmack ist es nicht die Blutorange, ist es eher sowas wie eine Grapefruit. Die Eiche kommt, deutet sich an und sagt, yo, hier, ich war 14 Jahre lang im Fass drin.
Und sowas wie eine Minze ist jetzt kurzzeitig da, so Pfefferminz, so Minzblatt. Ja, also jetzt nicht so eine kühlende Eukalyptus- oder Anisnote. Nee, hier so Minzblatt. Hab ich mal geschmeckt im Kadu 12 Jahre. Habt ihr rechts oben mal einen Link, da hatte ich diese Minze auch. Genauso ist diese Minze, was dann aus den Fässern stammt, ja, diese Assoziation nach Minze. Jetzt wird er ein bisschen malziger, aber kein süßes Malz, sondern eher ein herbes Malz, riecht sich so ein bisschen wie ein Bier. Ja, jetzt ist die Süße weg. Insgesamt fällt er auch wenig süß aus, also er ist ja eher so auf der trockenen Seite, wenn auch nicht viel, aber Süße ist da nicht viel. Eher so ein bisschen säuerlich, wie gesagt, von dieser Zitrusfrucht und der ganz leichte Rauch macht es dann komplex. Ja, der ist schön rund im Mund. Da drängt sich jetzt kein Aroma besonders auf, wechselt sich schön ab. Ein bisschen Rauch, ein bisschen Würze, ein bisschen Zitrusfrucht, dann diese Minze. Der Abgang mittellang, wird dann trockener. Und was dann sich so im Mundraum hält, ist so ein bisschen am Gaumen oben die Eiche und auf der Zunge so eine Nusskomponente. Ja. Ja, kann verstehen, dass er nach so und so viele Jahren, die es ihn schon gibt, immer noch sehr beliebt ist. Es ist eine runde Sache. Keine Ecken, keine Kanten. Kommt jeder mit klar. Vor dem Rauch muss man jetzt keine Angst haben. Wenn jetzt jemand sagt, top, diese Phenolmonster von Eila, kann ich nichts mit anfangen. Der braucht hier vor dem Oben keine Angst haben. Das ist wirklich ein minimaler Rauch. Geschmacklich ist er vielleicht im Abgang ein bisschen präsent, aber sonst schmeckt man den Raum gar nicht. Ein bisschen in der Nase. Macht ihn komplexer, ergibt ihm ein bisschen mehr, ist eine schöne Sache. Ja, ich kann den oben auf jeden Fall empfehlen. Wer jetzt keine 0,7 Liter Flasche möchte, weil es ihm vielleicht dann doch zu viel ist, weil man nicht weiß, okay, ist der Rauch was für mich oder nicht. Es gibt von Classic Malts of Scotland Serie gibt's eine Box, da sind dreimal 0,2 Liter Flaschen drin, da ist der oben mit dabei, in der Box ist der Dalwhinnie mit 15 Jahren dabei und der Glenkinchie mit 12 Jahren. Dann hat man drei schöne Whiskys, die verschiedene Regionen und auch verschiedene Geschmacksaspekte abdecken und da kann man sich mal mit einer Menge von 0,2 Liter einen schönen Eindruck machen. Ja, also diese Box kann ich auch Einsteigern auf jeden Fall empfehlen, der oben, der überfordert keinen. Ja, also die 43 Volumenprozente, die sind schön eingebunden. Ist ein toller Whisky. Ja, das war's soweit. Mit dem Kollegen hier. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, und auch in Zukunft bei meinen Folgevideos wieder einschaltet. Haut rein!